Hi Ladies! Antonia hat mich gebeten, ihr unter die Arme zu greifen bei der Wahl ihres Jugendweihe-Outfits. Und wie ihr es seht, haben wir hier ein Outfit kreiert, was sich mega sehen lassen kann. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Sales und Deals, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video finde ich auch nochmal alle Deals dazu, damit ihr nichts verpasst. Wie sehr viele Frauen hat Antonia doch die ein oder anderen Problemzonen. Und genau die gilt es zu retuschieren und im besten Fall noch aufzupimpen, um das Ganze noch schicker dastehen zu lassen. Und das war natürlich eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe. Und wie ihr seht, habe ich hier für Antonia ein Kleid gewählt von Nolita, was wie geschaffen ist für ihre Figur. Und ich fange jetzt einfach mal den oberen Teil an, weil das ganze Kleid ist im Detail so schön. Man könnte ja eine halbe Stunde drüber reden, aber ich halte mich hier wirklich sehr kurz drauf auf, weil ihr seht ja, was ich meine. Der U-Boot-Ausschnitt von diesem Kleid ist herrlich, denn gerade wenn man vielleicht ein paar größere Oberarme hat, sind dort meistens die Halspartie sehr schön anzuschauen. Und durch so einen U-Boot-Ausschnitt zeigt man nicht zu viel, nicht zu wenig und wirkt dadurch, dass das doch ein breiter Ausschnitt ist, schon mal schlanker und zeigt dessen Haut und tut sich nicht bis oben hin zuschnüren, sondern ist dessen sexy. Und glaubt mir, jede Frau kann sehr sexy wirken. Die Dreiviertelarme sind auch geschaffen, um die Figuren noch mal schön zu ziehen, ein bisschen größer zu werden, schlanker zu wirken und dessen auch noch ein bisschen Haut zu zeigen, denn ihr braucht euch wirklich nicht zu verstecken. Ihr seid wunderschön. Und das Oberteil ist in der Taille so gebunden, dass es sehr locker fällt und somit auch im Bauchbereich, im Taillenbereich sehr, sehr viel verstecken kann und einige Pfunde wegschummelt. Der Rock selber ist wiederum ein bisschen enger geschnitten, also auch keine Angst, die vielleicht ein paar breite Hüften haben oder so. Dadurch, dass das Oberteil ein bisschen weit fällt, ist es gerade gut, dass der Rock ein bisschen enger anliegt, also eng in Anführungsstrichen, dass wirklich die Figur hier nochmal richtig schön rausgeholt wird, weil automatisch zieht sich das an den Beinen gleich so runter, dass ihr dann sozusagen ein schönes Becken- und Taillenbereich bekommt und das sieht dann wirklich sexy aus. Und am Ende des Rocks hat der Rock noch ein paar kleine Falten eingearbeitet, dass das wiederum ein bisschen verspielt wirkt. Und mit der Farbe Rot liegt ihr dieses Jahr voll im Trend, weil A war es natürlich der Wunsch von Antonia, der Wunsch war eigentlich Weinrot in die Richtung, aber alle Bärentöne, was mit Rot zu tun hat, auch ins Bläuliche rein, Violett, sind dieses Jahr der Renner und könnt ihr nichts verkehrt machen. Und für Antonia habe ich dieses Rot gewählt, weil es zu ihrer Person sensationell aussehen wird. Und die kommenden Accessoires, die ich jetzt gleich vorstelle, perfekt damit aufgepimpt werden. Denn zu diesem Kleid würde ich euch einen Ballerina empfehlen, wie diesen hier. Keinen normalen, sondern ein Special Ballerina. Der Ballerina ist erstmal sehr extravagant, weil dieses Leder in einen Reptilprägung Optik-Look herkommt und somit schon mal, wenn man genauer hinschaut, denkt so: Wow, geiler Schuh. Aber wiederum, der Schuh hat an der Innenseite, oder besser gesagt, beide Schuhe haben an den Innenseiten ein Cutout, dass so noch mehr Fuß zu sehen ist und dadurch der Fuß schlanker wirkt, euer Bein länger und automatisch noch viel schlanker rüberkommt. Und somit habt ihr, sag ich mal, einen sehr besonderen Schuh und er ist für eure Figur noch mal sehr wohltuend. Und eins noch, ich habe mit Absicht kein High gewählt, sondern einen sehr flachen. Antonia wollte eigentlich ein bisschen Absatz, aber ich dachte mir lieber, bei einer Jugendweihe seid ihr so viel unterwegs. Ihr wollt nicht, dass abends um 10 schon die Füße schmerzen, sondern meinetwegen früh um 6 nach der Party, aber nicht zeitig. Deswegen ist so ein bequemer Ballerina wie dieser eigentlich ein Must-Have. Vielleicht noch so ein Tipp am Rande: Wenn ihr wirklich hohe Schuhe anziehen wollt, dann wählt meinetwegen auch ein Schwarz, der ein bisschen verspielt und extravagant ist. Tut ihn in die Handtasche stecken oder andersrum, zieht die High Heels an. Wenn die Füße schmerzen, habt in der Handtasche so ein paar schöne Ballerinas, dann könnt ihr nichts verkehrt machen. Und apropos Handtasche: Eine Handtasche ist natürlich ein Allrounder für das komplette Outfit, um es nochmal abzurunden. Und ich habe hier eine Handtasche gefunden, eine Gretchenhandtasche, die
ja, wie geschaffen ist für dieses Kleid und passend zum Schuh. Denn diese Handtasche hier ist mit einem Materialmix daher aufgebaut, der so ähnlich ist wie der Schuh. Also ihr seht es ja selber, klickt einfach drauf, weil hier ist wirklich wieder im Detail, schaut euch näher an, ihr werdet wirklich staunen, was diese Handtasche so daher macht. Und sie ist nicht mega groß, ich glaube die Ballerina dürften vielleicht nicht reinpassen, aber sie ist so groß, dass genügend Sachen reinpassen, die ihr an diesem Tag braucht. Und somit ist es auch eine kleine Allrounder-Handtasche, die ihr wirklich fast immer irgendwo ein Outfit mit anziehen könnt. Und wenn ihr doch eine größere Handtasche braucht wegen den Ballerinas, dann wählt eine schwarze, vielleicht mit ein bisschen verschiedenen Materialien verspielt, damit die Ballerinas reinpassen. Aber für dieses Outfit, für Antonia, würde ich diese Tasche empfehlen, zu diesen Schuhen. Das wirkt einfach zu diesem Kleid mehr als nur herrlich und man wird es lieben. Und euch wird man mit diesem Outfit auch lieben. Und damit ihr wirklich damit im Mittelpunkt steht, fehlt noch eins, das I-Pünktchen. Denn der U-Pot-Ausschnitt von diesem Kleid schreit ja geradezu nach einer wunderschönen Kette wie diese hier. Denn diese Halskette ist ein ja, schwarzes Herz mit verschiedenen Steinchen verarbeitet, mit Zirkonien sind das, glaube ich, und kleinen ja, Teufelshörnerchen, um halt dieses jugendliche, freche, ja, verspielte nochmal rüber zu bekommen, damit man halt nicht zu schick ist, so straff angezogen und sonstiges, sondern ihr seid Jugend, ihr könnt ruhig ja Accessoires wählen, die ja ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, die danach schreien, ja, frei zu sein, extravagant, außergewöhnlich, und damit werdet ihr das ganze Kleid nochmal richtig aufpimpen, und eins könnt ihr immer sicher sein, eure Freundinnen werden euch fragen, wo ihr dieses Kleid her habt und was es gekostet hat. Und genau das ist der Punkt, es ist wirklich sehr, sehr günstig, denn ich suche nicht nur irgendwas heraus, sondern genau diese Deals. Und wenn ihr, wie Antonia, ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in den Kommentaren so genau wie möglich, zu welcher Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht, und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit, was genau auf euch zugeschnitten ist, online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren, einfach aufs Logo klicken und abonnieren und verpasst in Zukunft kein Video, kein so ein wunderschönes Outfit und die dazugehörigen Sales und Deals. Ist das ein Deal?